mehr als 3 Jahre. Der Farbmischablauf für mich hat sich geändert, weil in der Zeit, wo die Daisy Wheel die Farbe mischt, kann ich meine Vorarbeit in der Kabine machen. Das Abstauben, sauber machen und wenn die Farbe dann fertig ist, kann ich direkt anfangen zu lackieren. Wir haben so 6 bis 7 Lackierungen am Tag in der Kabine. Es variiert immer nach Größe vom Schaden. Ja, mit der Daisy kann man kleinere Mengen mischen, weil sie viel genauer auch mischt. Das stimmt, ja. Ich brauche weniger Farbe, weil sie genauer mischt. Ja. Wenn ich nicht müsste, nein. Weil ich finde schon, für den Ablauf in der Spritzkabine zum Farbenmischen finde ich das super, weil ich in der Zwischenzeit drin meine Vorbereitungen in der Kabine machen kann. Hm. Es macht für mich der Arbeitsablauf in der Spritzkabine leicht. Genau, ja, ein bisschen umdenken auch. Man muss die Daisy halt in den Alltag integrieren, gerade in der Kabine. Wenn man das gut organisiert, dann ist die Daisy eine gute Sache. Ja, jetzt ganz gut. Ich kann sie mir eigentlich fast gar nicht mehr wegdenken, weil sie mir den Arbeitsablauf in der Kabine erleichtert, weil für mich selber der Mischvorgang wegfällt. Das übernimmt ja die Daisy für mich und da kann ich mich um die Vorarbeit in der Kabine kümmern. Und das ergänzt sich sehr gut.